So, was liegt jetzt an? Maskentempel, richtig? Oh. Ah, hallo. Der Maskentempel. Das ist venezianischer Karneval 8000, ne? Ja. Ja, Masken halt, ne? Masken, ja. Die haben diese Pestdoktorenmasken noch. Oh, Sie haben schon eine Menge Karte aufgedeckt, sehe ich gerade. Oh ja. Quasi was hast du? Alles bis auf, wo wir hin müssen noch. Wir möchten dahin, ja. Ja, genau da. Juhu, die Spoiler. Ein mächtiges... Ah, ich glaube, ich könnte einfach nochmal losfahren vielleicht. Ich bin zum Entschluss gekommen, dass Fritz Mate der beste Mate-Tee ist. Auf jeden Fall. Die haben auch Mate. Aber es ist nicht Sir Fritz Mate. Leider nicht, aber Sir Fritz Mate kommt demnächst. Ja. Wir werden ein Crowdfunding-Projekt starten. Ja, aber sie ist tatsächlich überlegen. Aber es ist auch, glaube ich, dadurch mit Abstand die teuerste Mate. Zumindest die 0,5er-Flaschen. Ich mochte ja Mate am Anfang nicht, weil ich möchte Aschenbecher schmeckt. Ah ja, absolut. Ich wünsche ein Crowdfunding-Produkt zu machen. Für Sauerkraut? Ich möchte Mate auf Basis von Sauerkraut imitieren. Ew. Aber man gewöhnt sich an Mate, muss ich sagen. Mittlerweile bin ich abhängig von dem Zeug. Ja, nach der zweiten Flasche fängt es an, echt gut zu schmecken. Das ist, glaube ich, wie diese Tomacos bei den Simpsons. Die haben auch erst gesagt, die schmecken irgendwie nach Tabak und dann sind die Leute süchtig. Ja, naja, es ist eigentlich wie mit Energy Drink. Deine erste Dose ist wirklich ekelhaft und danach kannst du mit dem Zeug nicht mehr aufhören. Ich finde das Zeug immer noch ekelhaft. Ich finde es auch so ekelhaft, dass ich nur eine Dose am Tag davon trinken kann. Ja, eine Dose am Tag ist das, was für mich zu viel ist zum Beispiel. Ist es auch. Ich wollte damit auch sagen, eine in der Woche reicht. Also. Ja. Ist auch, also wenn du das regelmäßig täglich machst, das hat schon ein Suchtpotenzial. Mate und Kaffee bleibt. Ja, Kaffee nicht unbedingt, aber Mate. Du bist in einen Schleim geglitscht. Also das in einen Blob. Es mochte mich, es hat mich geliked. Es ist ein Like-Like. Oh. Du bist in einen Haufen Pfannkuchen. Es hat dich am Arsch geliked. Hi, hier hast du mein Geld. Shut up and take my money. Norm. Ich will doch nur noch mit runterfahren, damit ich mich nicht auf der Insel verlaufe. Fritz Mate nach wie vor. Ja. Ja. Sehr aschig, aber absolut auch sehr überlegen, süß. Ja. Club Mate ist ekelhaft, das ist nämlich sehr aschig. Ja, aber der Eistee. Der Eistee ist super. Und der Granatapfel. Die Granatapfelmate von Club Mate. Die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert von Mate. Ja. Unser Überlebensmittel. Ja, das stimmt. Wir sollten aufhören, über Mate zu reden. Damit wir auch noch um 21:30 abends Videos produzieren können. Ja. Oh mein Gott, Geld was länger so gut. Und länger und länger. Ich will das Geld nicht, wir haben zu viel. Naja. Nach was schmeckt Geier Wallis Medizin? Nach Mate? Nach geplatzten Träumen. Oh. Und Einsamkeit. Oh. Der Schatten ist ganz woanders. Das stimmt. Geier Wallis Medizin schmeckt nach Einsamkeit. Na, wenigstens haben wir jetzt... Also nach Tütensuppe. Ist gut. Nach Ramen. 50 Cent Rahmen. Oh. Ich mag die Rahmenbedingungen. Ich auch. Die Rahmenbedingungen sind super. Also diese Dinger, das sind die nervigsten Gegner im ganzen Spiel. Fliegende Pilze, die Bomben werfen. Alles klar, Nintendo. Mit Engelsflügelchen. Da, 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 da. Nein. Shinji, steig in den Eva. Aber ich will nicht. Steig in den Eva. Na gut. Nein, Ray macht das schon. Schon gut. Jetzt kannst du dir noch mehr Vorwürfe machen. Ja, aber wenn Papa das sagt, dann macht er das. Wenn Papa das sagt, dann... Shinji, steig nicht in den Eva. Okay, ich geh rein. Ha, das war leicht. Oh, Glubschaugen. So putzig. Das ist das beste Schlüsselloch aller Zeiten. Oh. Ich glaube, das wird mein neues Avatar. An was erinnert dich diese Maske? Eigentlich erinnert mich das an... Ein bisschen an Majoras? Es hat eine Herzchenform, es hat große Glubschaugen. Ja, es ist ein bisschen wie Majoras. Es hat Hörnchen. Nee, die hat's nicht. Doch, oben auf den Augen. Diese Stacheln. Die Welt explodiert. Ich glaube, es möchte eine Schattierung sein. Aber ganz ehrlich, muss ich sagen, mich erinnert es auch an diese Katzenuhren, die man an die Wand hängt. Oh ja, stimmt. Wo die Pfötchen dann Tick-Tack machen. Oder der Schwanz. Oder der Schwanz. Level 6. Maskentempel. Yay, Karneval. Kamelle. Oh Gott, hier hat es dieses gibt es hier auch diese furchtbaren Dinger, die ich nicht mag. Ja. Samba, die Janeiro. Ja, ich hasse Elefantenstatuen, aber die meine ich nicht. Oh, die gab es in Dings, Ja, du musst ganze Sätze formulieren. In Dings, in Twilight Princess gab's die doch auch. Oder war das nicht Twilight Princess? Der Tempel mit dem Licht und den Spiegeln? Das war Wind Waker. Oh, das war Wind Waker, ja, da war es auf jeden Fall auch. Kann mich auch nicht. Elefantenstatue, ja. Ja. Das waren ja auch die schweren. War das Wind Waker mit dem Spiegel?
Ja. Mit dem Spiegelschild? Oh, das ist der auch, Spiegelschild. Ja. Aber ja, das war mit dem Licht. Ach ja, stimmt, wo ich die nervige Dings, die hässliche Vogelfrau dabei hatte. Genau. Ja. Tja. Hier bin ich noch nicht richtig. Nein. Ich hätte den Maskentempel, also die Wände sind pink, ich hätte sie ja grün gemacht. Was ist denn jetzt ein Pink? Design-Fail 8000. Warum? Proud. Weil kein Dungeon in Zelda pink sein sollte. Das ist der Dungeon ist Proud. Proud. Crowdfunding. Oh, with ropes. Ja, das, das sind with ropes ja, in damals, dem Spiel? Das sind klassische with ropes. Ich mochte es, als sie noch Tukane waren. Die waren nicht oft Tukane. Also im ersten Zelda waren es noch Tukane. Im ersten Zelda sahen die aus wie die Viecher hier. Aber sie hatten einen Schnabel. Nein. Doch. Nein. Hundertprozentig. Nein. Es ist Artwork auf zumindest. Unmachbar. Das Artwork in der Gebrauchsanleitung hat einen Schnabel. Warum gehen die nicht tot? Sonst sehen sie aus wie die Schwarzmagier bei Final Fantasy. Tun sie auch. Volle Kanne. Aber ja, natürlich, wir lieben Tukane. Tukan, ja. Tukan. Tukanon. Obwohl die, naja, die Withropes in Breath of the Wild waren ein bisschen seltsam mit diesem Wenn sie ein Tukan wären, wäre es angenehmer gewesen. Ja, sie waren aber keiner, sie waren einfach nur leeres Kapuzenloch mit zwei hellen Augen drin. Ja. So wie das hier wieder. Ja. Der Withropes. Aber der schlimmste Withrope war bei Majora's Mask. Ah! Der hat einfach nur nicht gewusst, wann Stopp ist. Er sah auch echt derpy aus. Oh, meine Güte. Er sah so Wrong-Turn-mäßig aus. Der hätte auch Pickup fahren können und sich ein Opossum-Stew kochen können. Ich wünschte, ich hätte dieses Ding jetzt dabei schon. Ah! Skill. Ja, du bleibst jetzt hier. Was machst du eigentlich? Withropes töten. Was ist mit deinem Schwert? Das war nicht effektiv. Oh, toll, für Kohle. Sehr schön. Die wir nicht mehr brauchen. Wir brauchen kein Geld mehr in diesem Spiel. Es gibt nichts mehr, was wir uns kaufen könnten. Mehr Bomben. Das ist das große Problem von alten Zelda-Teilen. Irgendwann bist du reich und... Ich habe das jetzt nie als ein Problem gesehen, wenn ich reich gewesen wäre. Ja, aber es nervt, wenn du es nicht ausgeben kannst. In Breath of the Wild ist man doch irgendwann auch verboten reich. Oh ja, das stimmt. Aber immerhin kannst du immer noch Schwachsinn kaufen oder dich umfärben oder so. Das haben sie noch halbwegs gut gelöst. Für 20 Rubine. Du kannst dir immer noch überteuerten Scheiß kaufen. Ja. Boah, die Rüstung, die du verpasst hast oder so, das ist okay. Stimmt, ne? Die Fotos, die fehlen. Aha. Diese Wand ist eine Verdachtswand. Ist meine Bombe da gerade so halb im Fußboden gerutscht? Ja. Ein Elefant im Dunkeln. Der Elefant im dunklen Porzellanladen. Das ist ein berühmter Ostfriesen-Krimi. Ja. Mhm. Nein, natürlich nicht. Ich erzähle nur Scheiße, aber das wäre ein potenzieller Ostfriesen-Krimi. Das mit dem Licht war auch nur eine Finte. Aber ich glaube, hier komme ich auch noch nicht weit. Hießen die Dinger? Die? Das sind Sparkies, oder? Hm. Aus Mario? Sparkies kann sein. Ja. Die Feuerdinger hießen hier Podobos. Aua! Ist eigentlich ein Wunder auch, dass Otto noch nicht Batman parodiert hat und dass ein Mr. Freeze drin vorkommt. Oh. Und das ist einfach Otto. Ja, ihr könnt euch den Rest vorstellen. Ich habe diesen Friesen-Nerz einfach auch. Es tut jetzt schon weh. Ich weiß, aber warum ist das nicht passiert? Naja, wenn Spiegel Island passiert ist in Otto's Eleven, ne, dann hätte das andere auch passieren können. Und Spiegel Island war ja nicht mal gespiegelt. Also das Nein, es sah nur aus wie Twilight Spiegel Princess, auf der Karte. Ja. Das ist... wenn ganze Spiele gespiegelt werden... Was ist da mit Spiegel Island? Eulenspiegel Island. Eine gute Insel für Wind Waker gewesen. Aber nein, da muss es ja DS Island werden. Nee. DS Island... Nee. Das hat's erst in Phantom Hourglass. Ja, genau. Aber GameCube Island war geplant. Hat's aber nicht reingeschafft, zum Glück. Aber es schlummert in den Daten. Ich möchte auch nochmal erwähnen, dass Cutting Room Flow eine hervorragende Seite ist. Ich liebe sie. Die ist gut. Ich möchte außerdem erwähnen, dass es hier Shy Guys gibt. Yep. Aber die haben wir doch schon im Gin-Grotte gesehen. Tja. Ja. Das hast du gut gemacht. Jetzt hast du dir gerade einen Rückweg verbaut. Ah! Umwege. Passieren. Abenteuer. Verdammt nochmal. Schön, dass das Kraftarmband ein eigenes Item ist, was man belegen muss, nicht wahr? Geniestreich. Oh, Mino. Wenigstens kriege ich neue. Also. Blöb. Gebt ihr mir irgendwas? Kann nur Schande geben sie dir.
heute in einer spannenden Folge von Ins Inventar gehen. Wow. Gehört das zum Zaubertrick? Ja. Guck mal, der Magier ist verschwunden. Ist der Zaubertrick aller Zeiten? Er ist tot. Habe ich den Feuerball gerade kaputt gemacht? Ja. Cool, der Enterhaken ist echt overpowered. Mabel hatte sowas von recht. Ja. Wir sollten immer den Enterhaken wählen. Du bist durchgeglitscht. Nee, das war ist eine Mechanik. Ah. Healthcare. Wie Trumpcare. Aber im Gegensatz dazu vorhanden. Herz mit Flügel, das könnte auch so ein Logo sein von irgendeinem Medikament oder von so einem Rettungsdienst oder so. Von Valium? Von Valium, ja, warum nicht? Verleiht ihren Herzen Flügel. Oder Andi auch von Red Bull wegen der Überzuckerung, dass sein Herz irgendwann. Ein Herz für Rinder. Oh, bloß nicht. Nicht wieder am Götter-Ahorn lecken. Eichel. Ja, Entschuldigung. Ahorn, ja, ja. Ich will nicht immer an Eichel denken. Warum sieht es dann so aus? Warum sieht es dann so aus? Ich will nicht an Eichel denken. Ich möchte nochmal erwähnen, dass ein Ahorn Kanada ist. Das ist nicht Kanada. Zumindest nicht der gewisse Teil von Kanada. In Quebec weiß ich nicht, Kanada. Was da passiert. Quebec viel könnte auch sowas Sirup. Sehen. Ja. Auch viel Sirup, ja. Ich hab meinen Namen Zongele. Ahornsirup von der Göttereichel. Oh Gott, das wird immer schlimmer. Ja, das wird schlimmer. Das ist. Wir spielen das Spiel auch schon echt lange. Was soll man dazu auch noch sagen? Irgendwann passiert das, Entschuldigung. Kannst du dir nicht die Truhen holen? Warum liegen da abgetrennte Pferdeköpfe? Mafia. Ja. Ihr schon wieder. Wizard Robes mit kleinen Kondomhütchen. Und Antifeen. Antigo-Fee. Okay, dann halt. Spür meinen Enterhaken. Was soll ich? Yo, ho, ho. So piratig von dir. Ich wünschte, die Taktik hätte ich früher gewusst. Aber ist auch so geil, wenn so ein Straßenzauberer dir entgegenkommt, ziehen sie eine Karte und du holst nur deinen Enterhaken raus und haust ihn 20 Mal ihn in die Fresse, bis er nur ein blutiger Haufen ist. Was ist daran jetzt witzig? Ich weiß nicht. Also Walking Dead findet das ja auch witzig, Leute mit einem Knüppel zu zerhauen. Ja, aber die sind tot. Ich glaube. Ja, Magier dann auch. Ich glaube, es ist im Kontext witzig dann. Ja. Ziehen sie eine Karte. Bam, 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 bam. Hallo. Oh, der Spoilenschnabel. Stein-Spoilenschnabel. Weißt du, was ich dazu sage? Schnabel. Splüsch. Splüsch. Kaboom. Splüsch. Kaboom. Von der Flauschner, sie haben echt schlimme Magenprobleme heute. Ja, tatsächlich. Wie kommt's? Ich weiß es nicht. Sollten wir Mate trinken? Hab ich doch schon. Oh, vielleicht liegt's daran. Das dann werden wir gleich wissen. Zu viel Mate gesagt? So, ist es jetzt anders oder ist es jetzt genau... Nie zu viel Mate. Halt. Diesmal gucke ich erst nach. Gerade sagen, ich bin noch genau da, wo ich angefangen habe. Fritz Mate sollte übrigens den Slogan benutzen, Mate in Germany. Das ist. Ja. Kauf die mir ab, Fritz. Fritz Gebrüder. Obwohl die heißen gar nicht. Also die Gründer hießen gar nicht Fritz. Sie haben Fritz genommen, weil sie meinten, das klingt nach einem typischen norddeutschen Namen. Das stimmt auch. Obwohl es gibt deutschere, norddeutschere Namen. Henna ja, zum Beispiel. Enno, Tammo, Enno. Enno? Ja. Enno Mate, ey. Enno Cola. Der Enno fährt auch noch Braunschweig. Henna Mate ja, aber ist auch geil. Enno ist ein typischer... Fiete! Die ist mit ja, das ist auch Fiete ja, ist doch ein schöner Name. Rieke ist auch... Henning ist auch Henning, ziemlich... Henning, oh ja, Henning. Ja. Henning Mate, Henning Cola. Das hätte auch alles anders werden können. In irgendeinem Paralleluniversum gibt's das auch. Ich will jetzt Fiete. Fiete klingt gut. Fiete Mate. Ist auch Fiete gut. Mate. Fiete Cola. Vielleicht ist es zu nah an Fiete Cola. Ah. Was könnte hier drin sein? Ein Schlüssel. Ein tolles neues Item. Mit dem man Elefanten heben könnte? Du hast ein noch stärkeres Kraftarmband. Das wir schon gespoilert haben. Oh, wirklich? Du ja. Könntest damit sogar einen Elefanten heben. Wink, wink. Ja, ist richtig scheiße. Nutsch, nutsch. Ich werde jetzt diese Vase damit hochheben. Ja. Wow. Eine ha. Fee, die du nicht brauchst. Pack sie in eine Flasche. Ich habe schon eine Flasche mit einem magischen Trank. Aber
Aber ja, in irgendeinem Paralleluniversum würden wir das jetzt aufspielen, nur auf dem Sega. In irgendeinem Game Gear. In einem Paralleluniversum werfen die Elefanten mit dir. Moment, das passiert aber doch in Russland. Oder die Elefanten kriegen Armband, um Linksstatuen hochzuheben. Wenn ich so darüber nachdenke, ich glaube, Elefanten werfen eher mit Menschen als... Ist schon öfter vorgekommen. Im Zirkus, vor allem im Wanderzirkus. Hey. Ich pflege mal wieder nicht ganz so cool. Kommt mir ja manchmal auch vor wie im Wanderzirkus. Wir sind ein Wanderzirkus. Die Rubine sind schon fast wieder am Cap. Zählt eine Freakshow als Wanderzirkus? Ja. Gut. Außer sie ist nur an einem Ort. Dann ist es einfach nur eine Freakshow. Dann heißt es Hagen oder Bielefeld. Oder Höxter. Ja. Höxter. Oh, nicht schon wieder Höxter. Steinfurt, die nicht Auto fahren können. Steinfurt, ja. Oder Emsland. Boah. Kreisverkehr in Ling, der Albtraum. Das Höllenkarussell. Ja, in dem Kaff habe ich fahren gelernt. Ja. Da weißt du Bescheid. Aber Steinfurt bisher, also jeder Steinfurter fährt scheiße, muss ich wirklich sagen. Wenn ihr aus Steinfurt kommt und anderer Meinung seid, schreibt es in die Kommentare, damit ich euch finden und umbringen kann. Das Blöde ist, dass bestimmt 300 Abonnementen? Ja, genau. Von mir bestimmt auf Steinfurt kommen. Und jetzt hat das Signal Spezial. Oh, jetzt habe ich wirklich selber falsch gemacht. Das sind Abonnenten, na, nicht Abonnementen. Haha, der Virus greift um sich. This rope. Ha. Ah. Mann, die macht echt viel Schaden. Das sieht nicht aus, als würdest du ihn mit dem Enterhaken irgendwo... Also... Herr Wizrope, Sie haben weiße Flecken auf Ihrem Umhang. Wird dann das zu Jizrope? Ich glaube schon, oder? Jizrope! It's a thing. It's a thing. Leuchtet unter Schwarzlicht. Oh. Jizrope ist Jizrope. Super. Oh, Jizz. Oh. Ew. Splüsch. Kaboom. So passiert das. Erst Kaboom und dann Splüsch. Ja. Okay, der oben muss weg wahrscheinlich. Komm schon. Nee, der Windbaker ist keine Zwiebel. Bohnen. Naja, oder eine Bohne. Die Bohne. Bulb of Wind. Onion of Wind. Wasserläufer. You acquired the wind beans. Ja. Sieht ein bisschen aus wie ein Pseudo-Octorok. Aber ist wohl so... Ja, es hat so ein... So ein Schnäuzchen, so ein... Typisches japanisches Kraken-Schlauch. Ich habe einen kleinen Schlauchschnäuzchen, mit dem sich fast jedes Schloss öffnet. Ein sehr niedlicher Kosename. Mein kleines Schlauchschnäuzchen. Ich glaube, das wird sich durchsetzen. Zu Octorok auf jeden Fall. Nein. Ach, generell? Ja. Oh. Nennt eure Liebsten ab jetzt immer Schlauchschnäuzchen. Besonders, wenn sie Tapire sind. Oder besonders, wenn sie große Nasen haben. Das ist auch viel höher. Das ist die Blowjob-Tröte. Aber nennt eure Liebsten bitte nicht so, das könnte zu Schlägereien kommen. Oh ja. Birdo würde das so nicht wollen. Birdo will Birdo weiß nicht. Doch gar nicht, was es will. Oder Ostro, er weiß ja nicht mal, wie er heißt, verdammt nochmal. Niemand weiß es. Birdetta, Ostro, Birdo. Wie heißt er auf Japanisch? Birdetto war ein Ding. Katrin oder so? Katrin, das ist Katrin. Ein Art, den mögen aber auch Japaner den Namen irgendwie. Ja. Katrin? Birdo heißt auf Japanisch Katrin. Kennt noch wer den Secret of Blue Water Anime? Oh, einmal gesehen. Oh, Hundi! Smasher! Ah, hi! Hi! Der macht niedliche Geräusche. Lass ihn mal Up-Up machen. Up-Up! Da. Na, willst du den Ball? Willst du den Ball? Fang! Willst du den Ball? Fang den Ball. Fang den Ball! Das ist sehr retarded eigentlich. Mir tut das Viech leid, ich mochte es. Es ist schon putzig, wie es dich mit einer Kugel bewirft. Und es heißt einfach nur Smasher. Das ist viel zu böse für das, was es ist. Richtig, ich klinge wie eine zweitklassige Dorf-Metal-Band. Naja, es ist halt wie Abyss of Pain, ne? Ja. Oder Tower of Fear. Ja, oder Doom of Last Day oder sonst was. Remains of Society oder fügen sie... Ja, das ist schon wieder Emo. Ja, das ist schon wieder Punk oder Emo. Okay, ich glaube, ich bin jetzt oft genug im Kreis rumgelaufen. Echt, meinst du? Könnt nochmal. Ja, mal nochmal. Der Waschbär ist schuld, denk dran. Der fränkische Waschbär? Der fränkische Waschbär. Der ist immer schuld. Oh. Ja, okay, beende den Limbus. Absolut, was Morgenscheidler.
nicht auf Fränkisch fluchen jetzt. Teil mit Link meine ordentliche Runde Propellerfurzen aus. Dieses Wort gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt es. Ich denke, kein Frank hat das bisher bestätigt. Das stimmt, wir haben rumgefragt, wir haben statistische Erhebungen gemacht und die, also es kannte bis jetzt keiner. Im Unterschied Propellerfurzen ist ein fränkisches Wort und kein Frank hat das jemals benutzt. Naja, also, aber wir haben jetzt auch keine große Anzahl Franken befragt. Aber 5 Stück bestimmt und keiner kannte es. Ich kenne ja jemanden, der das ganze Altstadtfest befragen sollen. Ja. Ich kannte mal jemanden, der Franke mit Namen hieß, glaube ich. Da macht war er denn Franke? Nein. Du solltest aufpassen, dass der Boden nicht gleich verschwunden ist. Oh. Herr Müller, warum arbeiten Sie beim Arbeitsamt? Sie müssen doch in der Mühle arbeiten. Ja, wenn das so einfach wäre. Ja. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Oh, erstmal die andere Richtung. Aua. Meine Güte. Ich mag den Tempel übrigens nicht. Der ist, weil er sackt? Ja, hier, besonders hier. Der Tempel ist eigentlich in Ordnung. Push it to the limit. Aber das Item ist halt lame und bekommt halt kein... Ja, ich glaube, das ist das Item, was mich am meisten ankotzt. Das ist übrigens ein Beamos. Das ist genau die Scheiße wie Enterhaken und... Oh, du hast den langen Enterhaken. Das finde ich auch immer albern. Du hast den längsten Enterhaken. Ja, den Longshot jetzt. Longshot Silver, ey. Aber ja, da ist ein Beamos, vollkommen richtig. Aber ins Inventar... Oh, auch gut. Push it to the limit. Ich glaube, hier ging's aber erst zum Boss, genau. Antifee. Ja, hier gehen wir später hin. Warum? Weil ich noch keinen Boss-Schlüssel. Yep. Oh. Außerdem werde ich erschossen. Korea Dungeon. Du bist reingefallen. Reingefallen. Oh mein Gott, ich wurde reingelegt. Ich hab's nicht getan, ich hab's nicht... Moment, hab ich's getan? Oh doch, ich bin der Dieb. Dieb! Das ist übrigens nicht mein Lieblingsfeature in diesem Spiel. Warum Pferdeköpfe? Naja, warum nicht? Bei Secret of Mana wären die jetzt böse und hätten dich angegriffen. Ach ja, Secret of Mana. Das wäre ein gutes Let's Play tatsächlich für uns drei. Muss man sie hinstellen? Yep. Der ist wieder umgekippt. Das hat nicht viel mit Skill zu tun, sondern mit... Ja, du darfst halt nicht dagegen kommen, wenn er steht, ne? Doch, das ist egal. Es muss einfach nur... Es muss passen. Also, das ist einfach völlig random. Was ist das für eine Scheiße? Nein, so, jetzt aber. Wir sehen übrigens irgendwie nilpferdig aus, um Gottes Willen. Ich habe große Kritik an diesem Spielsystem. Naja, Nilpferde heißen so, weil der Kopf dann doch pferdeartig ist. Naja. Es geht, also. Nilpferde sind schon sehr breite Pferde. Gesichter. Ich mag Nilpferde für ihre majestätisches Antlitz. Wump. Haha. Haha. Ich bin auch blau wie ihr. Oh. Oh nein. Wir sind blau wie die Wumps. Wer ist Poll? Da sind drei Polls. Poll. The Voice of Polls. Die, Rabbit. Killing the Rabbit. Killing the Rabbit. 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 Oh nein. Ihr wieder. Aber schön, dass wir mehr Bomben haben. Hi. Norm. Gegner Recycling, ey. Hi. Yam, yam, yam. Burp. Komm schon, komm schon. Yam, yam, yam. Ist deine Medizin. Trink deine Milch, Sarah Connor. Trink deine Milch, Sarah Connor. Ich bin ein wirklich liebender Vater und kein Terminator. Aber ich bin doch laktoseintolerant. Trink deine Milch, Sarah Connor. Es ist immer noch bemängelnswert, dass der Film nicht ansatzweise in die Richtung gegangen ist. Alten, wenn Sarah Connor die Tochter von Arnold Schwarzenegger Terminator ist, hätten wir so gute Witze daraus machen können. Wir hätten damals unser geheimes Drehbuch, was wir dafür hatten, veröffentlicht. Wir haben ja fast echt ein Drehbuch geschrieben. Auch so, Daddy, ich komm zu spät zur Schule. Ich fahr dich und dann mit diesem ganzen LKW wieder so durch den Berufsverkehr. Das ist übrigens auch ein Unikat in dem Spiel. Das macht die Truhe nämlich nicht. Wir haben jetzt extra diese Eule hier hingegangen, damit die einem das erklärt. Ah ja. Ach so. Ja, weil das ist vorher nie vorgekommen, das stimmt. Und es wird auch nie wieder vorkommen. Ja, es ist echt faules Design. Das ist die Truhe der Willkür. Die ist so willkürlich gewesen, dass die Spieler heute gesagt haben, okay. Die ist echt willkürlich, da müssen wir was unternehmen.
Der Tanz der Willküren? Oh ja. Tanz die Willküre. Oh, ich erinnere mich an ein Lied namens Disco Walküren. Ach echt? Ja. Disco Walküren? Ja, das, das war, gut an. War mal ein Ding. Was war das denn? Tanz. Es war von einer Band, die außerdem Disco Walküren hießen und genau einen Hit hatte. Der Disco Klingt richtig. Hieß. War das der Walkürenritt auf Disco? Nein. Version getrimmt? Schade. Das wäre echt witzig, so. Oh ja. So hat Earth, Wind und Fire mäßig, oh. aber Wagner, ey. Ja. Oder Vangelis Wagner. Vangelis Wagner. Das wäre ganz schön psychedelisch wahrscheinlich auf Dauer. Wagner ist doch eigentlich schon recht. Ja, schon. Damals schon recht düster. Auf dem Festival war das mal ein Jahr lang unser Begleiter. Ich muss das bei YouTube suchen und mich davon überzeugen. Das könnte illegal sein. Einfach Lieder auf YouTube hören, das kann ja nicht. Aber sie haben sich schon mit der GEMA geeinigt. Das war das wieder gut. Ach, geh mal nach Hause. Oh. Oh. Geheimnisvolles Elixier. Haben wir jetzt davon zwei oder wird das einfach jetzt weggeschüttet? Es ist vernichtet worden. Er hat es nicht mal getrunken. Wow. So eine Scheiße. Link, du oller Verschwender. Schön wegkippen, ey. Das teure Geier-Walli-Elixier. Ich glaub's ja nicht. Obwohl Diebe immer 42 zahlen, oder? Ja. Was zahlen normale Leute? Oh, bis zu 500, glaube ich, wenn du Pech hast. Das zahlen sie dir immer random, glaube ich. Man sollte immer Dieb sein. Dieb? Also 5-Finger-Rabatt und so. Ja. Langfinger, 5-Finger-Rabatt. Langfinger hat... Hat Link überhaupt 5 Finger in diesem Spiel? Ich weiß nur, dass er Klötze sonst meistens hat. Und, ne? Und Lang, genau. Wir haben hier... Oh, jetzt können wir ja zu dem epischen Boss. Und er ist Linkshänder. Er ist fast immer Linkshänder. Ja, er ist ja auch Link. Ja, ja, eben. Er hat aufgehört... Er hat Linkshände. Er war in der Paralleluniversums Twilight Princess, dann hat er angefangen, Rechtshänder zu werden. Ja, aber über den Teil reden wir eh nicht. Und in Skyward Sword war es dann aus mit dem Linkshänder-Seitrum. Ich hasse dieses Spiel. Haters gonna hate. Ja. Aber ich mag's ja auch nicht. Hater. Ich bin kein Hater von dem Spiel, ganz davon abgesehen, dass ich die Grafik echt furchtbar und derpy finde. Aber diese Steuerung. Ja, Bewegungssteuerung hätte optional sein müssen. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was du gegen die Grafik von dem Spiel hast. Es sieht einfach derpy aus. Dafür, wann es rausgekommen ist, ist es echt albern. Das sieht doch aus wie ein Low-Res-Version. Soll ich dir einen Tipp geben? Also gut, bewirf mich auf keinen Fall mit. Ups, jetzt hätte ich es fast verraten. Yeah. Oh mein Gott. Hallo, ich bin Achilles. Stich mir bitte nicht in die Ferse. Ferse. Jetzt hätte ich es fast gesagt. Dumm, die dumm, hopp. Naja, es hat ja nicht gesagt, dass man es nicht mit riesigen Krügen bewerfen soll. Musst du ja auch nicht. Ich werde es doch nicht mit Krügen bewerfen. Da gibt's was viel Effektiveres. Bomben. Ja. So, jetzt wird der Kampf episch. Ja. Was? Ja. Das ist doch wohl ein Scherz. Also, es ist fast so schwer wie der Anglerfisch. Dumm-di-dumm-di-dumm. Wow. Das ist wirklich faul. Das Viech hat keine Nase. Mach dem Viech mal eine Nase. Voldemort. Wupp. Ah, eine schöne schwarze... Voldemort. Schöne schwarze Clownsnase hier. Wunderschön. Hör mir gut zu. Sollte der alte... Windfisch jemals aufwachen, wird alles auf dieser Insel verschwinden. Hörst du? Alles, auch du! Nein, ich nicht. Das stimmt. Weil... Mal Link. Weil ich bin hier der Protagonist. Dramatische Musik. Hat sie sich aufgehängt? Nein, nein. Wir lauschen nur... Dramatischer Musik. ...einem Theme, was selten geremaked wird. Die Leute mögen es nicht. Los, OC Remix, User, Remix dieses Szenario. Endlich mal ein vernünftiges Instrument. Die Triangel des Meeres. Du hast die Seestern-Triangel erhalten. Ach ja, was sonst? Mit 20% Seestern. Auf alles. Auf alles. Yeah. Die geht ja voll ab. Die Triangeln in wirklichen Leben auch. Trianguliert das. Gebirge.
Ein Ruf aus den Bergen. Oder verdammter Mi. So, halbe Stunde, das war ja wieder was. Das war einmal Maskentempel und zurück. Ja, und in mit der nächsten Folge gucken wir mal auf die Alm und gucken, wie es den Almödi Ulrira so geht. Aber der vorher Öhi, ne? Vorher, nein. Nicht der Ödi. Wir müssen wichtige Dinge erledigen. Ja, zum Beispiel, oh, Broiler. Ja. Wein trinken? Flying Broilers. Ach so, oh ja. Hör auf, hier Spoilenbräulen zu tun. Spoiler. Okay. Den Spoiler vom Weizen trennen. Bis zum Broiler-Spoiler. Ade.